als erster wieder beim Beladen der Boote dabei. Er hat Sehnsucht nach seiner Heimat. Prost, Prost. Weiter stromauf mit Motoren. Bei unserer schnellen Fahrt bedrohen unsichtbare Unterwasserfelsen unser Boot. Vorn zeigt spähend der Führer dem Steuermann den Weg. Der Fluss reißt in unübersehbare Inselwelten in ein Gewirr von Wasserarmen auf. Gerd Kahle geht, den Indianer im Schlepp, zur Wegerkundung in den unübersichtlichen Flussarmen voraus. Mein schwerer Schleppzug, in dem ich an der Kartenaufnahme arbeite, folgt langsam hinterdrein. An den Flussgabelungen finde ich den Weg durch Zeichen markiert. Weiße Tücher oder geschossene Ufervögel, die am Abend in die Küche wandern. Eines Tages geschieht etwas Seltsames. Der Indianer legt an einer weiß schimmernden Sandbank an. Greift zu einem Stab und beginnt mit ihm im Sand herumzustochen. In langen Sätzen eile ich mit der Kamera hin und komme hinzu, wie er im Sand wühlt und Eier aus dem heißen Sand herausholt. Eier über Eier. Dutzende von Eiern. Und zwar von einer Rieseneidechse, dem grünen Leguan, der seine Eier dem sonnendurchglühten Sand zum Ausbrüten anvertraut. Die jungen Eidechsen sind schon weit entwickelt. Was willst du denn damit? Frage ich Winnetou. Essen, sagt er. Aqui, bon, bon poisson. Und er deutet auf den Eierdottersack, der unten an den Eidechsen-Embryonen hängt. Er füllt sich seinen ganzen Hut voll. So voll, dass ihm die Eier in den Sand pullern. Und abends im Lager, da hat er sich den ganzen Salat gekocht. Und er holt aus der pergamentartigen Eihülle die jungen gesottenen Leguane heraus, trennt das Eidotter davon und isst es mit strahlendem Behagen. Nachdem wir das einige Male mit angesehen haben, essen wir auch. Und siehe da, diese Leguan-Eidotter aus der Urwald-Sandbank schmeckten ausgezeichnet. Ein großer Tag bricht an. Zum letzten Mal sind Stromschnellen zu überwinden. Unsere Männer, wahre Draufgänger, arbeiten mit aller Kraft. Unser Dorf, sagte Winnetou. Im zugewachsenen Kanalgewirr des Inselarchipels schieben sich die Lastkähne durch enge Wasserarme. Voller Spannung stehen wir vor unserem heiß ersehnten Ziel, dem Dorf der Aparai-Indianer, die hier im Labyrinth der Inselarme verborgen hausen. Dort liegt der Vortrupp von Gerd Kahle. Jetzt legt mein Schleppzug an im Hafen des Indianerdorfes. Winnetou zieht zur feierlichen Ankunft ein Skihemd an, das wir ihm schenken. Der Häuptling kommt uns durch den lichten Hain entgegen. Untergehakt, lachend, uns auf die Schultern klopfend, betreten wir nun als erste weiße Menschen dies Dorf der Aparai.
Umarmung, Lachen, wir wollen bekunden, dass wir als Freunde kommen. Mann für Mann kommt aus den Hütten uns entgegen. Hallo, wie geht's? Hoido, hoido. Der Häuptling stellt seine Gattin vor. Hier seine Tante. Hallo, moin, moin. Das ist Großmutter, verdolmetscht Winnetou. All das hier ringsum gehört mir, sagt der Häuptling. Hier wollen wir Hauptlager beziehen. Auch Konde, Expeditionshund Nummer 1, scheint hiermit einverstanden. Mit Zuckerrohr, Bananen und anderen Früchten reich beladen gehen wir zum Hafen. Die Karawane der Indianerfrauen trägt Kürbisflaschen mit Indianerbier hinab zu unseren Booten. Am Mittellauf des Yari, im Herzen der Wildnis, an der Mündung eines Nebenflusses, den die Indianer Ipitinga nennen, liegt im Gewirr von Flussarmen versteckt das Dorf der Aparai. 10 Ruderminuten davon ein verlassenes Dorf, wo wir nun für lange Monate Hauptlager beziehen. Im Indianerdorf belauschen unsere Kameras den Alltag eines unberührten Naturvolks. Da hocken die Männer im Morgengrauen fröstelnd um das Feuer. Eine alte Dame jätet Unkraut. Andere Frauen gehen mit ihren Kindern zum Wasser holen, mit Kürbisflaschen zum Fluss. Hier füttert eine die zahmen Araras, die als Wächter des Dorfes mit beschnittenen Flügeln am Waldrand hocken. Ein Hund blieb bei seinem Frühstück in der Futterschale stecken und flieht etwas verwirrt. In der Dorfecke öffnet ein Indianer ein seltsames kleines Haus. Hühner erscheinen. Es ist der gegen Raubzeug nachts fest verrammelte Hühnerstall. Ein Hokko-Vogel, ein Waldhuhn, gezähmt unter den Haushühnern. Die Indianer lieben Tiere und ziehen sie auf, wo sie sie erreichen können. Ein kleines Mädchen spielt mit ihrem zahmen Goldhasen, einem Agouti. In den ersten Tagen sind die Kinder voller Scheu vor der Kamera. Aber schon nach einer Woche haben sie sich an die bösen weißen Männer gewöhnt und trinken ihnen aus der Hand. Reizend ist das Familienleben dieser Waldindianer. Die kleinen Mädchen lernen ihren kriegen Hausfrauen gleichsam im Spiel, von klein auf. Da hocken hier die Weiber des Dorfes vor einer Kiepe mit Palmenfrüchten, die sie im Wald sammelten. Sie beißen die Schalen der Palmenfrüchte auf und werfen die fettumkleideten Kerne in eine gesonderte Schüssel. Kinder helfen fleißig mit. Schale und Tontopf füllen sich allmählich. Die entschälten Kerne werden in Mörsern gestampft. Dann in den Topf gefüllt und geben eine schmackhafte Suppe ab. Hinter einer Hütte sehen wir eine Frau bei einer seltsamen Tätigkeit. Wir können mit den Indianerfrauen nicht selbst sprechen, da sie nicht wie die Männer portugiesische Worte von uns lernen. Sie formt hier aus Lehm lange Wülste und legt sie sorgsam an eine Grundscheibe an. So entsteht Spirale auf Spirale. Und
Uns dämmert es plötzlich, dass wir hier vor dem Urbeginn menschlicher Gefäßformung stehen. Ohne maschinelle Hilfe, selbst ohne Drehscheibe, nur mit dem Gefühl der tastenden Fingerspitzen, formt die Indianerfrau hier ein Tongefäß. Glättet es mit einem Rindenstück innen und außen, legt letzten Feinschliff an, eine formschöne Schale ist entstanden. Baumrinde wird getrocknet und später um die Gefäße zu einem Scheiterhaufen geschichtet.